Also willkommen zu unserer heutigen Teamsitzung. Bevor wir anfangen, möchte ich gern erstmal was anmerken. Und zwar habe ich euch ja letzte Woche gesagt, oder eigentlich schon länger in der letzten Teamsitzung ja gesagt, dass ihr bitte das Plakat raushängen solltet für die Eltern, weil wir eben diesen Schließtag haben, der ja schon nächste Woche ist. Jetzt kam ein Elternteil aus deiner Gruppe, Heidi, zu mir, die das aus einer anderen Gruppe bekommen haben und bei euch noch kein Plakat raushängt. Also sie wissen es von euch nicht und sie kriegen jetzt keinen Urlaub, das heißt, sie haben jetzt ein Problem. Ich habe aber euch ja eigentlich deutlich gesagt, dass ihr dieses Plakat frühzeitig raushängen sollt. Ja, das ist richtig. Das habe ich auch euch beiden eigentlich Bescheid gegeben, dass ihr das tun solltet. Ja, also ich habe das leider nicht mitgekriegt. Also ich habe es letzten Mittwoch dir gesagt, Franzi, weil ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich versuche hier immer alle Aufgaben zu erledigen. Es kommt von eurer Seite gar nichts. Also ich kann nicht alles alleine erledigen. Wenn ihr das nicht gemacht habt, da nehme ich mich raus. Da kann ich nichts dafür. Ja, ich habe es leider nicht mitbekommen, dass du das zu mir gesagt hast. Ja, dann, also das geht nicht. Da müssen wir gucken, dass ihr mir da mehr darauf achtet, was ich euch auftrage und sage, weil ich nehme mich da raus. Also die Konsequenzen habe ich nicht zu tragen. Herzlich willkommen bei der heutigen Teamsitzung. Bevor wir anfangen, möchte ich gerne noch was anmerken. Und zwar haben wir in der letzten Teamsitzung besprochen, dass wir ein Plakat raushängen und auch den Eltern eben Bescheid geben, dass nächste Woche ein Schließtag ist, der eben kurzfristig besprochen worden ist. Und ein Elternteil ist heute zu mir gekommen aus deiner Gruppe, Heidi, die gesagt haben, sie wissen nichts davon. Es wurde ihnen nicht Bescheid gegeben, sie haben es aus einer anderen Gruppe erfahren, also ihr habt leider kein Plakat rausgehängt. Ja, das kommt jetzt, das habe ich total vergessen, es tut mir auch jetzt für euch total leid, dass es da auch an euch hängen bleibt, aber ich werde mich da gleich drum kümmern und werde auch die Eltern anrufen, weil das ist total an mir vorbeigegangen, also das habe ich völlig vergessen noch zu machen. Okay, also du kümmerst dich. Ich kümmere mich jetzt dann gleich im Anschluss drum, ja. Lisa, ich wollte fragen, weil du gerade bei meinem Bastelangebot doch zugeschaut hast, wie du das gefunden hast, also dass ich so ein bisschen so eine Rückmeldung kriege, ob es gut war oder schlecht war. Ja, war ganz gut, hat schon gepasst. Okay. Du Lisa, ich wollte fragen, wie hast du gerade mein Bastelangebot mit den Kindern gefunden, weil du hast ja zugeschaut und jetzt wollte ich fragen, wie du das so empfunden hast. Ja, kann ich dir gerne Rückmeldung geben. Und zwar, also die Einführung fand ich super, die war total spannend. Also man hat auch gemerkt, dass die Kinder so interessiert waren. Die wollten dann unbedingt gleich loslegen. Ja. Also das fand ich super, auch dass du sie halt auch so motiviert hast. Weil du selber irgendwie, man hat gemerkt, dass dir das Spaß macht und es hat den Kindern dann auch Spaß gemacht. Das Einzige, was ich anmerken muss, ist, dass du gesagt hast, jetzt machen wir den Malkittel zu und du hast aber gar keinen angehabt. Ja, stimmt. Jetzt fällt es mir ein. Das wollte ich ja eigentlich machen. Ich habe es ja gesagt. Dass ich, ja, stimmt. Genau. Aber ansonsten war das ganze Angebot super. Und von der Zeit her war es auch okay. Von der Zeit her war es völlig okay. Mir kam es dann irgendwie ein bisschen lang vor, aber... Nee, das hat gepasst. Also okay. Die Kinder waren, die sind ja alle eigentlich ziemlich gleich fertig geworden. Ja, genau. Also... Nee, ist ganz gut. Okay, danke schön. Bitte. Du, Magdalena, ich würde dir gerne eine kurze Rückmeldung geben zu deinem Angebot, was du vorher gemacht hast, dein Bastelangebot. Und zwar fand ich sehr gut, also die Einführung war super. Die Kinder fanden es so spannend, dass die ja gleich total begeistert mit dabei waren. Das Einzige, was ich nur anzumerken habe, ist, dass du gesagt hast, wir ziehen unseren Malkittel jetzt an und dass du aber gar keinen Mal hast. Das finde ich jetzt aber nicht. Also ich bin der Meinung, dass ich gesagt habe, die Kinder ziehen die Malkittel an und nicht, dass wir die Malkittel anziehen. Also da bin ich mir nicht relativ sicher. Also ich habe es mir dann noch aufgeschrieben, weil mir das aufgefallen ist, habe ich eben aufgeschrieben, dass du gesagt hast, wir ziehen die Malkittel an. Also ich habe so in Erinnerung, dass ich eigentlich schon gesagt habe, die Kinder ziehen jetzt die Malkittel an, nicht wir ziehen die Malkittel an. Okay, gut, dann lassen wir das so stehen.
Du, Magdalena, ich würde dir gerne eine kurze Rückmeldung geben für dein Angebot, was du vorher gerade gemacht hast, das Bastelangebot. Ja. Ich fand es an sich super. Also vor allem die Einführung hat mir sehr gut gefallen. Die war total spannend, hast du da spannend gestaltet. Die Kinder waren total begeistert. Das Einzige, was ich jetzt nur anmerken wollte, ist, dass du gesagt hast, wir ziehen die Malkittel an und hattest aber selber gar keinen an. Stimmt, jetzt wo du sagst, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wollte eigentlich selber einen anziehen. Ich habe mir ja eigentlich auch einen hergerichtet und habe es dann irgendwie total vergessen, dass ich den ja selber eigentlich auch anziehen wollte und habe dann irgendwie nur den Kindern geholfen. Und genau, stimmt, hast selber dann gar keinen gehabt. Ja. Genau, wollte ich dir das nur kurz sagen. Ja, danke schön. Bitte. Also ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht bei uns in der Gruppe ein bisschen was verändern. Und zwar im Gruppenalltag, weil ich finde, wir haben einfach viel zu wenig Zeit für pädagogische Angebote, dass wir die ein bisschen mehr mit einbringen. Wir müssen den Kindern jetzt noch mehr Spielzeit wegnehmen. Was heißt, ich will den Kindern noch mehr Spielzeit wegnehmen? Die können noch davor und danach spielen. Die haben am Nachmittag genügend Zeit dazu, die haben vormittags... Wenn sie in den Kindergarten kommen, haben sie Zeit dazu, die haben nachmittags genügend Zeit und dazwischen brauchen wir einfach auch, finde ich, mehr Zeit, einfach pädagogische Angebote zu machen, vor allem religionspädagogische. Die Eltern verlangen das von uns einfach. Wir sind einfach eine katholische Einrichtung und die Eltern, die verlangen das von uns, dass wir einfach religionspädagogische oder auch andere pädagogische Angebote machen. Was heißt hier, die Eltern wollen das? Nur weil du für dich vielleicht meinst, jetzt für die Kinder speziell nicht auf die Kinder einzugehen oder Zeit zu haben, meinst du dir damit irgendwie Zeit verschaffen zu können, nur weil du jetzt da Angebote machst? Deswegen kannst du doch die Kinder spielen lassen. Da kannst du auch so ganz normal mit den Kindern dich einbinden und mit denen zusammen spielen. Da musst du ja nicht Angebote finden. Ja, und ihr wollt sie verhätscheln, oder was? Dass sie alles machen, dass sie sich frei entfalten können, dass sie einfach spielen können. Ja, aber spielen können sie ja immer. Spielen können sie zu Hause. Spielen können sie ihr Leben lang noch. Also so können sie mal lernen, selbstständig zu werden. Wenn sie sich alleine schützen. Das können sie doch ein pädagogisches Angebot auch und die haben genügend Zeit zu spielen. Also es ist ja wohl nicht viel verlangt, oder es ist doch auch nicht schwer, dass man dann einfach das bisschen mehr mit einbringt. Aber wenn ihr das einfach nicht wollt, dann gut, dann also mach ich das auch nicht. Ich kann mich da nicht dann mit einbinden. Nein, ja, ich finde auch, das ist jetzt auch sinnlos, dass ich auch da, also dann lassen wir es. Ja, dann lassen wir es dann. Lassen wir es so, wie es ist. Ja. Also ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht bei uns in der Gruppe ein bisschen was verändern. Und zwar im Gruppenalltag, weil ich finde, wir haben einfach viel zu wenig Zeit für pädagogische Angebote, dass wir die ein bisschen mehr mit einbringen. Wir müssen den Kindern jetzt noch mehr Spielzeit wegnehmen. Was heißt, ich will den Kindern noch mehr Spielzeit wegnehmen? Die können noch davor und danach spielen. Die haben am Nachmittag genügend Zeit dazu, die haben vormittags... Wenn sie in den Kindergarten kommen, haben sie Zeit dazu, die haben nachmittags genügend Zeit und dazwischen brauchen wir einfach auch, finde ich, mehr Zeit, einfach pädagogische Angebote zu machen, vor allem religionspädagogische. Die Eltern verlangen das von uns einfach. Wir sind einfach eine katholische Einrichtung und die Eltern, die verlangen das von uns, dass wir einfach religionspädagogische oder auch andere pädagogische Angebote machen. Was heißt hier, die Eltern wollen das? Nur weil du für dich vielleicht meinst, jetzt für die Kinder speziell nicht, auf die Kinder einzugehen oder Zeit zu haben, meinst du dir damit irgendwie Zeit verschaffen zu können, nur weil du jetzt da Angebote machst? Deswegen kannst du doch die Kinder spielen lassen. Da kannst du auch so ganz normal mit den Kindern dich einbinden und mit denen zusammen spielen. Da musst du ja nicht Angebote finden. Ja, und ihr wollt sie verhätscheln, oder was? Dass sie alles machen, dass sie sich frei entfalten können, dass sie einfach spielen können. Ja, aber selbstständig sie ja immer. Spielen können sie zu Hause, spielen sie ihr Leben lang noch. Also so können sie auch mal lernen, selbstständig zu werden. So, stopp. Also die Frage ist nämlich jetzt, warum kommt es jetzt hier zum Streit? Also es gibt jetzt wirklich keinen Grund zum Streiten. Wir müssen das jetzt erstmal sachlich ausdiskutieren, damit wir vielleicht einen guten Kompromiss eingehen können. Setzen wir uns mal zusammen. Komm, wir schon einfach mal die Punkte, die ihr auch geschrieben habt. Die für die Freispielzeit einfach sprechen und unser. Genau. Also was habt ihr denn da? Wir haben hier, dass wir...